Guten Morgen zusammen. Ja, lange nicht mehr gehört und gesehen. War ziemlich viel zu tun mit meinem Online-Shop von Go for Fish für die Boilies. Und zusätzlich bin ich gerade dabei, meinen Bootsführerschein zu machen. Deshalb sehr lange nicht mehr gesehen. Und ich wollte jetzt auch nicht immer unbedingt aus dem Keller berichten. Ja, heute wollen wir es mal wieder probieren. Ihr schaut Go for Fish und ich bin der Lars. Ja, heute bin ich an einem alten Kiessee. Das ist der zweite schöne Tag in dem Jahr, also tatsächlich. Bisher waren die Temperaturen, Außentemperaturen immer um die 0 Grad. Gestern war ich kurz hier, habt es gesehen mit dem Futterboot. Ihr werdet schon denken, warum mit dem Futterboot, hat der einen Knall bei der Entfernung. Aber ich wollte einfach hier mal sehen, wie tief es ist, in der Hoffnung, dass die Karpfen ins Warme ziehen, ins Flache und hier sehr viele Bäume im Wasser sind. Und auch sehr viel Kraut normalerweise. Jetzt habe ich geguckt, habe mir zwei schöne Stellen auf der anderen Seite ausgesucht. 1,5 bis 2 Meter tief ungefähr. Kiesboden, dürfte nichts passieren. Ja, Wassertemperatur war jetzt nicht ideal, 5 Grad. Gestern hat die Sonne drauf geschienen. Mal gucken, vielleicht habe ich Glück und die Karpfen ziehen rein. Was kann sein, erst gegen Mittag, aber ich bin nur 3 bis 4 Stunden hier. Mal gucken, vielleicht habe ich Glück und blänke nicht. So, ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich fische mit meinen Boilies, mit dem El Diavolo und mit dem Ingwer Citrus Shot. Mal gucken. Ich habe gestern ganz kurz 2 Hände voll Mais rein und auf die Stellen 10 bis 12 Boilies, mehr nicht. Mehr muss im Frühjahr nicht sein, nicht, dass das Zeug hier verfault im See. Ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt bringe ich schnellstmöglichst die Angeln raus und ihr seht es dann. Ja, so wie das aussieht, wird es heute nichts mehr. Ich bin jetzt knappe 3 Stunden hier. Länger geht leider nicht. Ein bisschen schwierig, groß angefüttert, außer gestern die Handvoll Mais habe ich nicht. Ja, vielleicht ist die Stellenwahl nicht richtig, weil die Fische ziehen wahrscheinlich bei der Temperatur noch nicht. Aber es kann nur besser werden. Die Sonne strahlt, es ist herrlich hier zu sitzen, die Natur zu beobachten und es geht wieder los. Die Natur wacht, ist einfach nur schön. Und dann haben wir heute halt mal geblenkt. Ich weiß nicht, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde, wenn noch was geht.
kommt es natürlich mit auf den Film. Ich danke euch fürs Zuschauen und vielen, vielen Dank für die vielen Abos, die ich bisher gekriegt habe. Der Wahnsinn. Bleibt gesund. Ihr seht Go for Fish. Ich bin der Lars. Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.